einen schönen Freitagabend. Da sind wir wieder mit Michael Mittermeier. Ulrike Beinpold. Andreas Witterseck. Alex Christan. Und Viktor Gernot. So, da jetzt einmal ein paar Lockerungsübungen vorweg. Morgen beginnt auf allen ORF-Sendern der Bewusst-Gesund-Schwerpunkt. Thema stressfrei durch Bewegung. Wir haben uns mit der Regie ausgemacht. Das heißt, wir starten jetzt mal 3 Runden bitte um den Tisch. Das ist nicht dein Ernst. Natürlich nicht. Ja. Aber wir haben Fitness-Goodies. Aber ich merke also schon Bewegungsmangel. Ich liebe Bewegung. Wir sind die Ressentiments. Aber keine Handeln schmeißen. Ja. Das ist ein Fitness-Goodie. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das schaut aus wie im Krankenhaus, wenn man nicht aufsteckt. Zum Bieseln. Also bitte, das ist kein Fitness-Goodie. Oh ja, das sind so Trinkflaschen. Da gibst du dann deinen Vitamin-Super-Power-Drink hinein, wenn du gerade beim Workout bist. Das Pink ist für vorn und das Rot ist für hinten. Pass auf. Ich würde gerne zu Beginn gleich etwas wissen. Und zwar, was versteht die Fachfrau oder der Fachmann unter einer Wirbelfassung? Ah ja. Das hat was mit Meteorologie zu tun. Und Biodynamik. Ja. Genau. Ja, gut, bitte. Schön. Der Wind. Ja? Naja, wenn der Wind dreht und die Hose sich durch die Gegend wirbelt, oder? Die Windhose. Die Windhose. Die Windhose. Ja. Und da gibt es verschiedene Fassungen. Blaue Wolken, dunkle Wolken, helle Wolken. Ja? Findest du auch gerne? Das musst du ein bisschen präzisieren. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie sie bei mir die Hose verändert waren in Wien. Ja, da bist du aus der Fassung. Da ist er dann aus der Fassung. Es flattert manchmal ein bisschen. Ja. Ja. Es muss vielleicht ist ein Beruf sein, weil sie eine Fachfrau und ein Fachmann sind. Du müsstest das wissen. Wieso muss ein Beruf sein? Also ich glaube, es ist eine Tanzfigur. Ah. Die Wirbelfassung. Wie kommst du jetzt auf einmal auf Tanzfigur? Ich habe die Uli angeschaut und habe einfach diese Grandezza, diese Haltung, auch diese Musik in ihrem Körper, ich habe das einfach alles gesehen. Ja. Ich war visualisiert. Stimmt das leicht? Gernot. Ist eine Wirbelfassung. Nämlich, wenn du die Partnerin im Kreis um dich wirbelst, in der Einwärts-Auswärts-Todesspirale, dann musst du einen soliden Griff haben. Das heißt, sie fasst so, er fasst so. Ah. Und das ist die Wirbelfassung. Ist das toll. Wow! Genau so. Wow. Uli und Viktor, bitte daher. Nein, oh ja. Das war... Alter. Es war so geplant. Wahnsinn. Uli, ich wollte dich so quasi auflösen lassen. Ich habe gesagt, Damenwahl, aber jetzt musst du ihn nehmen. Das ist einfach so, bitte, stellt euch daher, ich gebe euch die Bedienungsanleitung und wenn ihr es richtig macht, steht ihr nachher in der Wirbelfassung. Es tut nicht weh. Komm, da. Ja, bitte hier. Ich, da schau. Da stehen bleiben. Bitte, einander zugewandt. Da ist die Kamera. Nebeneinander. So, pass auf. Jetzt hier. So, Fachbegriff beim Volkstanz. Wir müssen zuerst so. Nein. Es geht ja nur. Ich gebe euch die Bedienungsanleitung und ihr seht. Wir sind ganz. Ja. Tänzerin und Tänzer fassen einander bei beiden Händen. Und wenden sich so zueinander, dass die Tänzerin rechts neben ihrem Partner steht. Also rechte Schulter zu rechter Schulter. Mhm. Die rechten Arme beider werden in Brusthöhe seit gestreckt. Zu rechter zu rechter, das ist ja der linke. Was werden die rechten? Warte, rechter zu rechter. Warte, rechter zu rechter? Wo ist der rechte Schulter? Das kann wehtun. So? Ja, genau, ja, so ist es. Genau. Aber anders wird es nicht. Wahnsinn. Brusthöhe, seid gestreckt. Brusthöhe. Die linken stark im Ellbogen gebeugt. Die linken stark. Wobei die Ellbogen fast bis zur Waagrechten erhoben werden. So, genau. Und ihr greift jetzt also nicht nur ineinander wie zwei Wirbel, ihr könnt euch auch gut herumwirbeln. Ach so? Und deswegen heißt es Wirbelfassung. Ja. Genau so. Bitte schön. Ja. Hervorragend.
Da schaut's her. So. So sollte. Na, bravo. Ja, so sollte es ausschauen. Oder? Wunderbar. Naja. Herrlich. Was ist das dann? Nein, nichts, passt schon. Ich finde, ihr steht es nicht in der Werbefassung, ihr steht es morgen in der Zeitung. Ich bedanke mich bei Wolfgang Hamecek aus Wien. Danke aus Wien. So, auf nach Deutschland, ins nordfriesische Wattenmeer. Ein bisschen weit entfernt von Bayern, aber Wattenmeer. Trotzdem. Wattenmeer. Wattenmeer, ja. Wattenmeer ist das. Du. Auf Wattenmeer. Die kleine Insel Åland. Das ist eine sogenannte Hallig. Wisst was du, ist das? Da, wo der O-Saft herkommt. Ja, wo der Olaf herkommt. Der Olaf. Wisst ihr, was eine Hallig ist? Ja. Ja. Was ist eine Hallig? Das ist die Schwester von der Barbara. Ja. Hey! Das war der Olaf hier, gell? Die Hallig-Show gibt es. Ja. Die haben dort die Hallig-Show. Ja. Nein, das ist. Aber viel weniger Quote natürlich. Ja. Ja. Nein, die Hallig ist eine Insel, die wird bei Sturmfluten überschwemmt. Geflutet. Oh. Genau, die kann überschwemmt werden. Ja. Flut sagt man nicht. Flut sagt man nicht. Geflutet. Man sagt Flöße. Nein, Sturmflut. Sturmflut. Darf ich das nächste Mal nie wieder nebenan die sehen? Also das ist total spannend. Also wenn so eine Sturmflut ist, dann ist auf einmal die Insel weg. Die ist ja komplett weg. Aber nachher, wenn das Wasser weg ist, ist die Insel wieder da. Ja. Genau. Ja. Hey, da, bitte mach weiter. Ist die Frage, beantwortet jetzt? Auf die Hallig, Åland, führt eine Schmalspur. Ein schmaler Spur. Diesen schmale Spur muss er kommen. Ein Schmalspurbahndamm und auf denen fährt eine Lore. Ja? Und die führt dann weit auf die nächste Hallig, die Langenitz. So, der Damm, hat man mir gesagt, ist auf dem Bild hier erkennbar. Die Lore? Ich suche ihn bis heute, den Damm. Aber gut, das ist so. Ja, die Lore Entschuldigung. Mit der Lotte weg. Die schauen aus, wie wenn besoffene Außerirdische versucht haben, zum ersten Mal so Kreise zu machen. Also das ist so voll. Ja. Ja. Zugekiffte Kornkreise sind das. Ja, ja, für alle ohne Brillen ist es sowieso jetzt kein sehr erfüllendes Bild. Es schaut immer, schaut hier ein Auswurf eines Riesen aus. Ein egal, es ist auf jeden Fall. Was ist die Frage eigentlich? Ja, was, genau. Die kommt hier. Wo ist der Damm? Völlig wurscht. Warum wurden an diesem Bahndamm jede Menge Badeschlapfen angebracht? Kennst du Badeschlapfen? Schlappen. Ich weiß es. Angebracht? Ich weiß es. Ja. Angebracht oder eingebracht? Was? Angeschwemmt. Angebracht. Also die sind da angebracht. Also du fährst auf dieser Lore und auf der Seite sind dort Badeschlapfen. Ja, ist ja logisch. Wenn die Flut kommt, damit die Leute sich in meinem Schwimmen nicht den Schädel anhauen. Da ziehen sie Badeschlapfen an? Nein, aber es ist doch am Bahndamm, sind die Badeschlapfen. Moment, langsam. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe was. Du hast doch jetzt gesagt, warum die Badeschlapfen angebracht sind auf dem Bahndamm. Ja. Jetzt kommt die Flut, dadurch ist der Bahndamm weg. Genau. Jetzt schwimmen die Schlapfen halb angebracht nach oben. Mhm. Jetzt schwimmt einer. Bumm. Hätte er, wenn die Schlapfen nicht gewesen wären, sich den Kopf vom Bahndamm angehaut. Ist doch los. Ist doch Quatsch mit Soße, du. Mensch, so. Was labert die Alte hier, du? Scheiße. Aber ich meine, sie hat wahrscheinlich recht. Es ist eine Markierung. Wenn man den Damm nicht mehr sieht, sieht man nur die Bahnschlapfen. Die Bahnschlapfen. Und weiß daher, wo die Schiene sind. Und wenn jetzt Lore kommt, so ein Gefährt, dann bewegt, dann weiß das. Gut, das hat aber eh Schienen. Aber warum muss ich nicht woanders hinfahren? Nein, pass auf, die hängen da
alle, die da ersoffen sind, die ganzen Volltrottel. Nein, alle Volltrottel, die. Nein, nicht. Weg, weg. Alle Volltrottel, die nicht wissen, was eine Hallig ist. Die sagen, hey, Hallig, geil, mache ich Urlaub, auch wenn ich Schnupflug habe. So. Diese Volltrottel, die es nicht wissen, ersaufen da. Dann werden deren Badeschlapfen eingesammelt, werden dahin genagelt, damit die anderen Vollpfosten, die es nicht wissen, sehen, oh, Fremder, wenn du deine Badeschlapfen siehst, bist du tot. So schaut's aus. Jawohl. Dankeschön. Okay. Ich soll Aufklärung bringen. So schaut's aus. Na, jetzt ist ja alles klar. Ja, klar. So. Wo alles sind die Schlapfen? Na, aber vielleicht ja, wenn die mittendrin aussteigen wollen, haben sie Schlapfen. Der Damm, so ist es bei Ebbe. Und ja, das ist die Flut, das heißt der Bahndamm. Selbst bei Flut kannst du mit der Lore, es gibt einen Weg und du kommst auf die Hallig. Ja, und daneben links und rechts am Badeschlafen. Die sieht man beim Vorbeifahren. Genau. Damit du dir die Füße nicht verletzt, wenn du zurückgehst über... Wer geht über einen Bahndamm da zurück? Die Vollpfosten, die noch nicht ersoffen sind. Na. Ja. Ja. Suizidgefährdete. Ja. Nein. Ich weiß es. Da unten gibt's Butzerfische. Den mag ich. Apropos. Oh, ich fürchte, ich esse es. Aber warum nur Badeschlapfen? Da könnte man warum alle Schuhe hinhängen. Es sind wirklich getragene Badeschlapfen. Das ist ganz wichtig. Es sind keine neuen, sondern es sind getragene Badeschlapfen. Das sind zu Erinnerungen. Weil das ist ja auch ein Weg. Und dieser Weg führt auf die Hallig. Und da kommen das ist der sogenannte Halligweg. So wie der Jakobsweg ist der Halligweg. Die Krabben werden ferngehalten. Die Krabben. Da kommen unerwünschte Besucher. Es kommen, ein es sehr kommen. Witziger Bewohner hat also, die unerwünschten Besucher... Den Fußbild. Nein. Einmal so mit einem Warnschild hat er aufgestellt, weil er den unerwünschten Besucher... So, wo ist das Warnschild? Hier. Ist natürlich ein Scherz, ja? Der Halligfuchs. Der Halligfuchs. Und der wird natürlich wahnsinnig abgehalten vom Badeschlapfen. Weiß ja jeder. Nein, der frisst. Definitiv, der Geruch. Ja. Darum habe ich gesagt... Von Instinkt-Käsefüßchen. Ja. Deswegen hat mich zu Hause bei mir noch nie ein Fuchs überfangen. Ja! Endlich, weiß ich nicht so. Ja. Füchse haben einen ausgeprägten Geruchssinn. Und tatsächlich nehmen sie den Geruch der Badeschlapfen wahr, als da sind Menschen, da gehe ich nicht hin. Und so versuchen sie, also die Füchse abzuhalten. Das Schild ist natürlich so quasi der Scherz eines Bewohners, weil daran hält sich der Fuchs natürlich aber nicht. Aber der Fuchs ist doch kein Fisch. Und heute halt das sind wir Marder auch ab. Aber oder? Ich möchte nur die Frage, wieso ist der Fuchs kein Fisch? Also, ich weiß, aber wie kommt denn die auf die Insel? Na, über den Bahndamm! Der fährt mit dem Zug. Nein, sind das so, Damm, das ist ja quasi die Einladung. Sind das Flüchtlingsfüchse, die von aus Afrika überschiffen und we're gonna build a wall out of Badeschlapfen. And Hallig will pay for it. Ja. Wir müssen die Nordroute schließen. Die Schlapfroute. Schlapfroute. Die Halligroute ist geschlossen. Ja. Ja. Alles klar. Ich bedanke mich bei Viktor Müllner aus Wien. 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. So, meine Damen und Herren, ich muss nur sagen, wenn Sie unsere Kabarettistinnen und Kabarettisten noch auf der Bühne sehen wollen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Michael Mittermeier ist ab 18. Oktober wieder in Österreich unterwegs mit dem aktuellen Programm Lucky Punch. Die Todeswuchtel. Die Todeswuchtel schlägt zurück. Ja, überall in Österreich, natürlich. Genau. Bam. So, und jetzt habe ich das Problem, der Andreas Witterseck und der Viktor Gernert haben demnächst auch Premiere. Ja. Und mein Psychotherapeut hat gesagt, ich habe nur noch 2 Stunden zu lachen. Und muss ich mich entscheiden für ein Programm? Bitte, innerhalb Vitali-Dali seiner Zeit. Okay. Warum? Argumente, warum soll ich mir die anschauen oder warum soll ich mir die anschauen? Ich sage, geh zum Gernert, bei mir gibt es keine Karten mehr. Andy!
Ich kann nur sagen, Blattschuss. Kommen Sie zu mir. Ich habe übrigens den lustigsten Andi-Wittersek-Witze. komm ich vor in deinem Programm? Du kommst bei mir vor. Ja, du kommst nur ganz kurz vor. Aber ganz kurz. Wohlmeinend. Ja, ja. Wohlmeinend. Ich rede nur, ich bin 19. lustigster Österreicher und du bist 18. lustigster Österreicher. Von 20 aber. Ossi Pollmann war 20. Dann habe ich einen Tipp. Darf ich bitte, Dalli-mäßig, darf ich den Tipp geben, ja. Gehen Sie zu Michael Mitterm. Ich weine nicht. Ja. Ja. Andreas Wittersechs Programm Austrophobia, Versuch einer Selbstheilung und Viktor Gernots neues Solo heißt Nicht wahr? Wunderbar. Am 4. Oktober im Wiener Casanova. Damit haben wir das. Staatshalt von mir hast du vergessen. Du bist eh ausverkauft. Interessiert keinen Menschen, wo du spielst. Wissen eh schon alle. Meine Damen und Herren, jetzt wende ich mich noch vertrauensvoll an Sie. Die Adressen sind wie immer eingeblendet. Sie wissen warum. Ja, wir brauchen Ihre Fragen, Ihre Zuschriften, Dinge der Woche. Und wir besuchen Sie auch gerne mit der Kamera, wenn Sie mal eine Frage für das Rateteam persönlich haben. Hallo, ich bin die Alexandra, ich komme aus Reifnitz und wir haben heute ein Piktogramm da und ich würde gerne von euch wissen, was es bedeutet. Wenn Sie bei Ihrer Frau den Kopf abgetrennt haben, tun Sie ihn bitte nachher in die Tüte. Nicht in die Tüte. Gibt es einen Ort, wo das angebracht ist? Das wollte ich gerade auch klären. Ihr glaubt natürlich, weil Frau Lanner in Reifnitz wohnt, dass sie das Schild auch dort aufgenommen hat. Ist aber nicht so. Nein, von Reifnitz, also Kärnten weiß man ja, ist man sehr schnell in Italien. Und das weiß man so. Okay. Das ist Spaghetti nicht im Freien. Ja, das weiß man so. Das Spaghetti ist so weiß hier in Spaghetti Österreich. Nicht, oder? Ja. Das sind Spaghetti, was der da hat. So. Ja. Spaghetti. Spaghetti. Also, es ist aus Italien. Spaghetti. Na, ich sag Spaghetti. Ja, ja, ja. Ja. Spaghetti. Spaghetti. Man kann auch Nudeln sagen. Ja. Gorin Miraculix. Also, es ist aus Italien. Ich habe immer gedacht, die Pasta ist die Soße, habe ich immer geglaubt. Das Na, Pasta ja. Sagt man, wenn ja, man genug hat. Ja. Dann kriegst du aber noch was um die Ja. Nein, das ist eines dieser großen Kindheitsirrtümer. Ich habe auch immer geglaubt, dass die Pasta ist. Pasta ist die Soße. Ja. Pasta Asciutta. Also ist Italien. Ja, das haben wir jetzt aber schon geklärt. Ja, das ist nicht Italien, das ist ein Verbotszeichen. Aber vielleicht darf man keine Gewänder stehlen. Nein, weil sonst darf man das ja in Italien. Ja, man darf schon. Das ist nur eine Schlittregion von Italien. Ja. Man darf schon. Überall übrig. Da darf das nicht. In Tavis darf es bitte nicht. Ja. Oder wenn du zu viel Schambehaarung hast, nimm sie mit. Keine Ahnung. Du weißt, was ist das? Das ist der Sack. Da tust du es dann rein. Das ist der Sack. Nein, das ist eigentlich sieht es ein bisschen aus wie so ein angetackerter Laubbläser, verstehst du? Und wo man dann das wegblasen kann. Aber jetzt möchte ich einmal wissen, was haben Schilder für einen Sinn, wenn man es nicht erkennt? Vielleicht haben sie erst im Connex einen Sinn. Ja. Das heißt, Connex, das steht dann. Das Problem ist, die zeigen uns immer diese Piktogramme, da fehlt immer der Text und darunter steht ja genau, worum es geht. Ja, aber das zeigen sie uns nicht. Natürlich nicht. Und vor allem, stell dir vor, also du bist in Italien, in dem Gebiet, wo dieses Verbotsschild aufgestellt ist. Und dann kommen halt ein paar Personen, die diesem Verbotsschild entsprechen. Und dann weißt du, das ist jetzt eigentlich verboten. Straßenhändler. Ha! Wow, gut. Straßenhändler ist verboten, von Straßenhändler zu kaufen. Strandhändler. Das ist ja, so Hütchenspieler. Oder man darf dort nicht verkaufen. Es ist Straßenhändler. Straßenhändler dürfen dort nicht. Es ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr fragen wir die Alexandra Lanner in Reifnitz. Und zwar symbolisiert dieses Verbotsschild einen fliegenden Verkäufer, weil er in der einen Hand Stoffe und in der anderen Hand Schmuck haltet. Lucky, Lucky, gratis. Bravo. Na, aber er hat es gelöst. Er hat es wirklich gelöst. Aber es auch. Bravo, Andi. Das Lustige ist, dass das Verbotsschild mal schnell irgendwie von einem Gemeindebediensteten entworfen worden ist und dann hat er es auch noch übersetzen lassen, anscheinend von Google Translate, weil es ist verboten auf den Markt zu Blumen und Objekte. Zu Blumen. Das ist ganz wichtig. Ja. Verboten auf den Markt zu Blumen und Objekte.
In 14 Jahren, was gibt es Neues, hatte ich noch nie so ein großes Ding da drin. Wir freuen uns für dich. Schön für dich. Noch nie hattest du so ein großes Ding. Ding in dir. Das ist auch von einer Hornisse gestochen worden. Schon lange nicht mehr so ein großes Ding. Wer von uns hat dir dieses Ding gemacht? Alter. Ja. So. Das ist ja eine Zauberei. Eins, zwei, drei Zauberei. So. Wozu das Ding der Woche dient, darf ich Ihnen schon mal via Insert verraten. Und dann, ich habe kein Lift, gell? Okay, dann gehen wir es weiter an den Viktor. Ist es schon okay, die Haltung von dem Ding oder ist es nur Zufall, dass du das jetzt so... Mit mir eher im Sicht. Nein, ja genau. Nein, die Kamera. So, Achtung. Und eins, zack. Ups. Und zwei, zack. Das hat einen Klettverschluss, das passt zusammen. Schau mal. Das hat einen Klettverschluss, das passt zusammen? Ja, ja, schau mal. Na, an den Kletten. Haftet nicht. Nein, an den Kletten. An den Kletten. Okay. Okay. Ich hasse Kletten. Also es ist natürlich, es ist aufblasbar. Und, aufblasbar auch. Könnte eine Schwimmhilfe sein. Da oben ist es so velurig. Also vielleicht ist es so, damit, das tut man nur zusammen, damit man es schön verstauen kann, damit es zusammen ist. Aber wenn man das irgendwie vernünftig mit so einem Instagram-Filter fotografiert, und zwar in so einem Verhältnis, wo die Leute nicht sehen, wie groß das wirklich ist, im Gegensatz zum Beispiel zum Alex, könnte man im Internet den Anschein erwecken, dass man eine neue Ledergarnitur in seinem Es wird jetzt... Oder? Es ist, du verkaufst es als Ledergarnitur. Genau. Stößt es auf Willhaben, ja, und sagst, Ledergarnitur, verlangst dafür... 2.500 Euro Selbstabholung. Und ja. Das wäre ein Völler mit Selbstabholung. Mit Selbstabholung, ja. Per Nachname. Per Nachname. Ja, aber ich habe gehört, das ist wirklich gerade Mode. Männer wie Frauen, also junge Männer und junge Männer, ja, die bestellen sich dann bei irgendeinem Mode-Versand irgendwelche 20 Fetzen, machen dann so eine kleine Party und machen dann super Fotos in der neuen Wäsche. Aha. Und weil das ja nichts kostet, wenn man das Zeug zurückschickt, ja, geizig ist geil, schicken sie es am Montag alles wieder zurück und haben jede Woche 20 Pics auf diesen sozialen Plattformen mit neuen Gewand. Ja? Und der Einzelhandel stirbt. Ich meine, großartig. Ich wollte es noch gesagt haben. Entschuldigung. Ich merke jetzt in dieser Saison, du wirst von Sendung zu Sendung systemkritischer. Gut, Viktor. Ja. Sendungsbewusst sozusagen. Ja, ja. Ja. Sehr schön. Ich möchte aber nur anmerken, dass wir jetzt nicht wissen, was das Ding der Woche ist. Du hast dich jetzt ganz wunderbar aus der Verantwortung gestellt. Ja, und ja, hast du Systemkritik angebracht. Aber was ist das? Das ist das nächste Ding der Woche. Das musst du jetzt ausziehen. Ich glaube, es ist ein Turnanzug. Ja, los, zieh's an! Ich hab ehrlich gesagt, ich habe vorher nicht geschaut. Naja, also da gibt es mehr, es ist mannigfaltig einsetzbar. Ja, und bitte. Und bitte. Es ist erstens einmal ein Abschreibschutz in der Schule. Also für, das ist einmal das Erste, wenn man die Schule da schon nicht aufschreibt, das ist einmal das Erste. Es ist auch ein Einsackschutz bei Was gibt es Neues? Also da gibt es überhaupt nichts. Weiters kann man es verwenden, da werden die Damen jetzt jubilieren, für Taschen, die sich ja immer wieder so zusammendingen. Da steckst das je nach Taschengröße dort rein, dann hast du eine schöne Tasche. Es ist auch... Du willst das als Tasche verwenden? Augenblick. Nein, das wird in Taschen reingesteckt, das sind nicht... Die Frauen wissen, was ich jetzt meine. Ich kenne das mehr von Schuhen. Ja, na sicher wisst ihr, was ich meine. Das ja, sehr, Sie wissen, was er meint? Ja. Ja, ja, ja. Was meinst du? Na, ich will es aber auch verstehen. Ja, Frauen haben ja Handtaschen. Ja? Ja, und wenn sie die nicht mit Inhalt befüllen, weil sie, die haben nicht nur eine Tasche, sondern 1000 Taschen. Nicht? So. Und, die haben, und wenn die Tasche nicht in Gebrauch ist, dann steht sie zu Hause alleine irgendwo herum. So und wie ein Schuhstrecker. Wie ein Schuhstrecker, völlig richtig. Ein Taschenstrecker. Und da werden diese Dinger reingesteckt, damit die Tasche die Form nicht verliert. Das ist es aber nicht. Es ist, was ich glaube, was im Hohen Haus bei Nationalratssitzungen verteilt wird, weil ja die Aufmerksamkeitsgrenze... Ja, das einfach. Weißt du, was ich meine? Nein, du kriegst deine Gymnastik-CVP. Danke. Ja. Danke. Also, das glaube ich, das ist es. Ja, wunderbar. Also das habe ich eigentlich. Ja, du der Büro, man, ja, es ist auch zum, Schlaf soll ja der, du kannst ja beim Fernsehen, sein, ja? Wenn du so mal eine lange Sendung ist, zum Beispiel beim Fernsehen, Andi? Dann hast du doch die Möglichkeit, hier abzustützen und da hast du die Fernbedienung drauf. Ja. Und es gibt doch, wenn du dann zu Weihnachten kriegst, dann fürs Bier, kriegst dann... Ja, da kommt dann ein Zusatz. Da gibt es auch welche mit Löchern, da kann man das Bier einstellen und so. Ja. Ja.
ich bin nach wie vor, wir vernachlässigen die Klettmöglichkeit. Ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ich glaub, ja, ja. Die ist, das glaube ich auch. Die ist nicht nur zum Lagern, sondern es ist einfach... Eine Fußabstütze ist das. Das muss irgendwas bedeuten. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Was ist mit dir? Bist du ganz? Nein, ich bin nicht ganz. Max? Ich bin halb. Max? Das ist eine aufblasbare Sexpuppe, nur die Haxen fehlen noch. Ja. Ja, das ist... Was ist eine aufblasbare Sexpuppe? Das ist eine... Nein. Das ist es. Ja, super. Und wo? Eine Sexpuppe für Leute, die ein bisschen Fantasie haben. Ja, genau. Uli, lass mal die Uli. Lass mal die Uli, Uli was Schönes sagen. Sagst du. Sagst du. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das ja woanders klebt. Also, aha, dass sich nicht das zusammenklebt, aha, sondern dass das Pendant zu dem Ricci-Racci an der Wand oder so hängt. Okay. Und weil dann könnte man es nicht so zusammen, sondern man könnte sich überall, wo man ist, ein Sessel bauen. Mit einer Lehne hinten, man gibt nur an die Wand die Klettverschlüsse, ja, dann macht man bam. Genau, und man geht ins Fachgeschäft. Hat sich schon, ist du hast schon recht angelegt. Aber warum ist der eine, der größere Teil oben mit Velour und der andere nicht? Weil ich beim Kopf kein Velour haben will. Echt nicht? Für einen Zug oder so. Ich sag's mal so, wenn du so leicht bist, dass dich der Klettverschluss hält, hast du ganz andere Probleme. Was? Dann brauchst du gar keine Couch mehr. Also weil wenn das klettet... Glaubst? Ja, ja, wenn das glättet, was kommt, dann kannst du das drauf tun und fällt runter. Oder? Aha. Ja. Ja. Und dann habe ich noch, worüber, wie heißen die? Die? Ich habe keine Ahnung. Wie heißen, okay, die? Wie heißen die, die da so immer so schwarz angezogen sind? Ricci Gossip? Wie heißen die immer so Pantomimen? Nein. Schwarzes Theater Prag. Warte doch mal, die, was die so Gossip, nein, wie heißen denn die? Totengräber. Nein. ÖVP. Die immer so schwarz angezogen sind, schwarz geschminkt sind. Pantomimen. Nein, wie heißt das? Gothic, nicht wie? Gossip. Gothic. 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 Das ist für Gothic-Katzenbesitzer. Dass die Katze auch so ein schwarzes Körbchen hat. Und von mir macht auch mit. Und ja. Ja. Ja, das ist aber ein guter Ansatz, Andi. Es ist ein Kratzbaum für Menschen, die ihre Katzen nicht artgerecht halten wollen. Ja, die gern sowas einkaufen gehen. Möchtest du das zweite Pölsterchen auch? Danke, werde natürlich möchte ich das zweite Pölsterchen auch. Hey. Erst nicht auf das Publikum schießen. Michael, kannst du es jetzt bitte auflösen? Ja, bitte. Natürlich. Ja, bitte. Ich meine, es muss, bitteschön. Also wenn das muss irgendwas sein, dass die aufeinander sind, die Klettverschlüsse. Ja, 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 das muss es das sein. Das wäre so deppert sonst, das würde man nicht mal hier als Frage stellen. Aber warum, soll das Velour unten sein? Der Velour rutscht ja nicht so. Aha. Du bist okay. Ja. Na, pass auf. Na, schau mal. Nein, vielleicht. Ist, nicht weh, nein, das ist, wenn du auf einem Festival bist. Die Kamera ist hinter dir. Probier mal, ob du stehen kannst. Wo ist da so hinter mir. Nein, links. Da. Schau da einfach ist auf das rote Licht. So, das ist das rote Licht. Fang das Licht. Nein, das nimmst du mit, wenn du auf ein Konzert gehst, wo du lange stehen Rücken musst. Zur Kamera. Ja, aber jetzt hört was ich gerne mache in Österreich. Komm, film mein Rücken. Geh her, komm, geh her. Was ist los? So, nein. Hallo. Also, ja. Nein, du gehst auf ein Festival, weißt du, und willst ein bisschen Luxus haben. Vielleicht ist es auch ein Gothic-Festival, ein Heavy-Metal-Festival. Da brauchst du stilecht sowas. Und dann kannst du, wenn du ganz klein bist, hast du nur das untere. Da kommen die Kinder drauf, kletten, dann fallen sie nicht runter, auch wenn sie hätten. Nein, und dann setzt du dich hier drauf. Das ist einfach so. Und dann kannst du da sitzen und kannst headbangen. Und dann kannst du... Aber was hast du... Und da kannst du so lange... Alter, ich bin... Aber so. Michael, was hast du vorher gemeint mit der, da kann man sich nicht draufsetzen? Mit Rücken zur Kamera? Nein, wenn es an der Wand, pass auf. Ja, ich bin mit dem Rücken zur Kamera, ich bin's gewohnt. So. Wenn das hier nur mit dem Klettverschluss ist. Ja, das ist der dann, Kopf nur. Bitte, wenn nein, das ist unten, habe ich gemeint. Unten, ja genau. Aber wenn das nur, ja, wenn, ganz am Boden. Ja. Ja, warum muss es dann glätten? Weil damit da steht es ja auch so. Damit man nicht wegrutscht. Ja, aber in Bayern macht man es anders. Oli. Verstehst? Ich mache mir gerade ernsthafte Sorgen. Michael, stell dir vor, es haben Leute jetzt gerade erst eingeschaltet und du stehst so im Studio. Wieso machst du dir Sorgen? Das ist super für die Quote. Hey, das reibt super. Du stehst den Rücken zur Kamera. Ja, das macht wie gesagt. So steht man im Fernsehen. Schauen Sie, liebe Zuschauer, das ist eine ganz versaute Show. Da nimmt man einen Klettverschluss, den reibt man so lange.
Bis. Ja. Okay. Und wenn das verheilt ist, ist die Haut wie neu, gell? Ist ganz weich und sanft. Sabine. Ja, du ruppelst dir halt quasi die Hornhaut runter. Auf eine Art und Weise. Und, ja. Also da war ja schon einiges dabei. War schon viel Schönes dabei. Da war viel Schönes dabei. Das glaube ich, aber ich glaube, es kommen noch drei so Teile raus. Dann verstehen wir's. Nein, das reicht. Aber ihr habt alle, du hast eine Katze, das weiß ich. Ja, ihr habt über Katzen gesprochen, aber es ist für den Hund. Und es ist fürs Auto. Ja, aber dass die Hundebox nicht hin und her fliegt. Nein, dass der Hund ein bisschen Platz hat. Schau, da ist hinten die Rückbank. Und bis dann so ist das, dass er Platz hat oder weniger Platz. Hallo, bitte lass mich ausreden. Wenn du den Hund einfach auf die Rückbank lässt, dann ist dann durch dieser Spalt zwischen dem Fahrersitz oder dem Beifahrersitz und der Rückbank. So, und da fällt das Hund rein. So, und jetzt gibst du das da rein. Und warum ist das kleiner als das obere? Ganz einfach, weil da diese Mittelkonsole ist, die durch das Auto geht, die Erhebung. So, und dann tust du das drauf. Und jetzt stellst du dir vor, hier ist der Fahrersitz, ja. Da ist die Rückbank und damit ist es eine geschlossene Fläche. Ach so. Und der Hund liegt gemütlich drauf. Genau. Hey, pass auf! Ja. Ohne Anschnallen! Alles klar. Alter, das in der Mitte. Anschnall. In der Mitte im Auto. Na, links oder rechts? Weil in der Mitte ist ja, du kannst es auf diese Seite vom Auto tun oder wenn die Mittelkonsole. Bitte, schau, da hast du es. So wird es einbaut. Okay. Genau. Aha. Und der Hund hat es ganz bequem. Convincing. Aber der gehört eigentlich in einer Box im Kofferraum. Wenn man ganz korrekt sein. Wenn es beige gewesen wäre, hätte ich es gewusst. Schade, Uli. Schade. Und noch ein Bild. Aber pass auf, man muss aufpassen. Aber es stimmt natürlich. Man muss aufpassen, dass man den nicht verkehrt drum hinlegt, weil legt da mal so einen haarigen Hund auf den Klettverschluss, die arme Drecksau. Den kriegst du nie wieder weg. Den kriegst du doch mit dem Hund. Ja, aber das ist. Es ist schon. So kannst du es aber auch verwenden. Dann nehmen wir es nächste Woche als das berühmte Hunde-Peeling-Gerät. So, in der Zwischenzeit bedanke ich mich aber für das Accessoire für den Hundefreund bei Nora Meixner aus Coburg. Dankeschön. Oh, so. Bravo. Bravo. Ich bekomme das nie mehr wieder da rein. Ah, oh. Entschuldigung. Ich wollte es aus dem Studio schießen. Was ist los? Ja. Du schaust es zu mir. Ja, so. Okay. Du, das war spektakulär. Ja. Was gibt es Neues zu lesen? Die Ursula Strauß, seit dieser Woche wieder in den neuen Folgen von Schnell ermittelt, hat ein Buch rausgebracht mit dem Titel Warum ich nicht mehr fliegen kann und wie ich gegen Zwerge kämpfte. So, anhand zahlreicher privater Bilder erinnert sie sich darin an ihre Kindheit, Jugend und an die merkwürdigen Begegnungen und Anfänge als Schauspielerin. Und zur Feier dieser Veröffentlichung hat sie jetzt die Promi-Frage für uns. Hallo und einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ja, bei Buchpräsentationen oder Premieren, beim Film oder am Theater gibt es immer jede Menge zu feiern. Aber am nächsten Tag geht das Leben dann weiter und da sollte man schon Vorkehrungen treffen. Deshalb möchte ich euch jetzt ungern, aber doch mit dem Begriff der Champagnerbremse konfrontieren. Die Champagnerbremse, was könnte das sein? Das ist der, der sagt, geh nimm einen Sekt, das ist billiger. Ja. Nein, das ist ganz einfach. Das ist auch ein Begriff. Pass auf. Da geht, wenn ein illustrer Herr, nennen wir einen so ein, ja, ein Charmeur, ist, eigentlich geht in eine Bar und sagt, heute will ich Champagner ausgeben für eine hübsche Frau, mit der nicht so schier ist, dass der sagt, na, ganz ehrlich, dir keine Champagner, ist eine Champagnerbremse. Also wenn du so schier bist, dass du nicht mal mehr Champagner ausgibst, dann. Ja. Naja, bin ich. Das ist, wenn du im Bad bist und eine Bremse sticht dich und du haust drauf und es rinnt Champagner und denkst, oh, ist eine Champagnerbremse. Rinnt Champagner? Naja, aber die Bremse. Heißt die bei euch auch Bremse, die Bremse? Ja, so ungefähr. Na, aber so eine Bremse muss ja jemand ausgesaugt haben, der ziemlich viel Champagner gesoffen hat. Ja. Da ist ja irgendeiner gelegen und hat gesagt, kommt die Bremse? Ja, aber die Bremse ist ja kein Blutsauger. Ich frage ja deshalb, weil unsere Gössen sind ja eure Mücken oder Moskitos. Ich weiß nicht, wie sagt ihr da?
In Spanien heißen es Moskitos, glaube ich. Mücken. Also wir nicht aus Spanien? Nein, aus Bayern. Wir so. Sind, ja, aus Spanien, Deutschland. Wir haben. Also Süddeutsch. Wir haben Mücken. Ja, Mücken. Genau, ja. Mücken. Genau. Mücken. Darum habe ich gefragt, und ihr sagt Gössen. Gössen. Gössen, ja. Und wie sagen wir zu Bremsen eigentlich? Bremsen. 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 Ja, wie sagen Sie zu Bremsen? Habe ich ja gefragt. Weißt du, wie sagt der Mücken? Pferdebremsen. Weißt du, wie die Griechen zu Gelsenkirchen sagen? Mykonos. Fangst du ja, jetzt? Ja, ich fang's. Okay, gut. Okay. Alter. Hier lerne ich noch. Eine Champagnerbremse. Ja. Die muss man, die dreht man doch immer so. Also der Champagneur, der wie der heißt? Champagneur heißt der. Der Champagneur. Das ist der, Ich weiß gestern wieder so einchamponiert und die tun doch immer die Flaschen so drehen. Die sind ja Jahrzehnte lang gelagert. Ja. Hab ich mal gesehen in einer Dokumentation. Die Champagnerflasche. Ja, und dann tut der Champagneur, das ist so drehen. Der Champagneur. Ja. Und damit, wenn es schon übergedreht ist, kommt die Champagnerbremse. Damit der Champagneur nicht weiterdreht. Der Champagneur. Das war das Erste, das Zweite war... Ah ja. Es geht weiter. Es geht weiter. Warte, nehmen wir noch was zum Trinken. Es kommt noch was Besseres. Danke, Frickerl. Danke dir. Uli, komm, noch das Zweite. Ja. Komm, das Zweite. Noch das Zweite. Es gibt so einen kleinen Sprudler. Ja, den Besen, so einen Champagnerbesen. So einen Champagnerbesen. Und mit dem quirlt man so, und das ist die Champagnerbremse, weil da sind alle Blubbers weg dann. Ja, das war wunderschön. Ja. Das ist, warum ich Uli Beinpold so gern in der Sendung habe. Es ist immer ein Riesenspaß. Uli, da kommt noch was. Das ist eine Rodelverzögerung in elitäreren Kreisen. Und zwar... Ja, entschuldige mal, was eine Rodel? Verzögerung. Meinst du die Rodel am Schnee oder die Rodel mit... Wenn Menschen mit einer gewissen Solvenz, also die jetzt einen schmerzbefreiten Kontostand haben, feiern auch Silvester. Mhm. Die feiern aber nicht mit dem Sekt, die feiern mit dem Champagner. Und natürlich gehen die bevor oder nach dem Neujahr, gehen die natürlich plunzensteif rodeln. So, und jetzt sitzen die, jeder eine Flasche Champagner in der Hand und rasen den Hang runter. Ja. Und einer lenkt, einer bremst. Ja, und der hinten, der bremsen sollte, ist schon so fett, dass er sagt, Alter, das ist das Future. Und dann sagt der lenkt, na dann nimm die Champagnerbremse, Trottel. Und dann nimmt er beide Flaschen und steckt sie quasi als Verzögerung in den Schnee. Kennt man ja, ja. Der hinten aufstiebt. Ja. Stülpt. Und das ist die Champagnerbremse. Ja, es ist hervorragend. Ich interessiere mich jetzt mehr für dein soziales Umfeld. Ist es das? Es ist der Kern, da vollkommen recht, es ist ähnlich wie eine Scheibenbremse, nur langlebiger, weil die Scheiben immer zersplittern beim Bremsen. Genau. Und die Champagnerflaschen nicht. Dann robust. Ist es ganz profan, dieser Draht, den man wegdrehen muss, um zu sichern, dass der Korken nicht rausfliegt? Den gibt es aber bei der Sektflasche auch. Das ist nicht so... Also das ist die aber oder ist es das, es wird ja immer ein Schiff, wenn es von Stapel gelassen wird, wird er mit einer Champagnerflasche beworfen. Ja. Mhm. Und da das ja oft nicht funktioniert, üben die das manchmal. Und damit man nicht unnötig eine Champagnerflasche beim Üben zerbricht, wird die vorher gebremst, damit die nicht kaputt wird beim Üben von dieser... Andi, das ist eine hervorragende Antwort, allein sie ist komplett falsch. Aber überleg doch, schaut, letzter Durchgang. Was? Es ist ganz selten, dass bei uns, wenn ich nach einer Champagnerbremse frage, ist es eigentlich immer ganz was anderes. Aber es ist tatsächlich, es hat mit Champagner dazu tun und es hat mit einer Bremse zu tun. Ja, pass auf. Dann weiß ich es. Das ist was. Der sag's nur. Danke, das war was, gibt es Neues? Entschuldigen Sie Tonausfälle während der Sendung. Ich hab so einen schlechten Empfang im Studio. Champagner ist doch das, wenn dir der aufhört, der Polizist, und sagt, was haben Sie getrunken? Und du sagst, Sekt, weil Champagner können Sie nicht schreiben. Ja. Wunderbar, Andreas Wittersek, Abschluss dieser Runde. Und ich frage jetzt Ursula Strauß. Es ist eine hochinteressante Antwort. Ich freue mich drauf. Ursula, bitte. Die Champagnerbremse ist ein Begriff aus der Fahrschule. Ja, aus der Fahrschule, aus einer besonderen Fahrschule. Aus der Fahrschule von Rolls-Royce, wo Chauffeure das sanfte, kaum merkbare Abbremsen, ruckelfreie Abbremsen,
Handbremsen des Fahrzeuges lernen, damit die noblen Gäste, die im Fond des Fahrzeuges sitzen, ihren Champagner nicht verschütten. Anfänger schaffen übrigens nur die Whiskybremse. Da ist ja üblicherweise das Glas nicht einmal halb voll. Sehr schön. So einfach wäre es gewesen. Danke vielmals für eure Beteiligung an dieser wunderschönen Sendung. Michael Mittermeier ab Mitte Oktober in Österreich auf Tour, Anfang Oktober, Andreas Witterseck und Viktor Gernot. Danke an Sie hier im Saal und ich freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag bei Was gibt's Neues? Schönes Wochenende.